Ja, hallo, meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und ich wünsche euch ein ganz frohes neues Jahr 2022. Ich habe hier noch ein paar Böller, die mir mal weghauen können. Noch nicht gemacht, aber es ist schade. Ich glaube, das soll nicht so verpixelt sein, ne? Dann machen wir einfach hier noch eine Laterne an. Sehr schön. Ich versuche es jetzt noch ein drittes Mal. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2024. Eben wurde mir hier einfach reingeritten. Davor hatte ich ein paar Bugs. Okay, alles klar. Wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt durch, egal was passiert. Wir werden einfach nebenbei das Pferd ein bisschen machen. Ja, was steht an? Also, ne? Abgesehen davon, dass wir uns auf jeden Fall nicht zu viel Stress machen sollten. Und einfach versuchen, das Beste aus allem zu machen. Wollt ihr bestimmt wissen, was machen wir jetzt eigentlich hier weiterhin? Also es ist so, dass es geplant ist auf jeden Fall immer noch, dass ich gerne streamen möchte. Dafür muss ich noch Streamlabs einrichten. Das werde ich wahrscheinlich im Urlaub machen. Ich habe Mitte Januar Urlaub. Und da kann man das sicherlich mal machen. Weil ich glaube, ich werde vorher tatsächlich einfach die Zeit nicht finden. Genau, und dann kann man natürlich auch über diese Plattform dann auch mal gerne öfter mal einen Level Talk machen oder andere Games zocken, denn es gibt einfach auch Games, die sind nicht dafür gemacht. Ja, dass man sie immer abschneidet und keine Ahnung, das ist halt ziemlich mühsam. Und ja, was steht noch an? Ich habe mir vorgenommen, wieder meine Zeit besser einzuplanen und auch die Videos besser zeitlich einzuplanen, weil mir das einfach hilft. Auf YouTube habe ich bereits meinen Wochenplan hochgeladen und der wurde nochmal bearbeitet. Und das werde ich jetzt jeden Sonntag machen oder es zumindest versuchen. Vielleicht wird es auch mal einen Tag früher, einen Tag später kommen. Aber damit ich meine Zeiten einfach besser einplane, damit ich weiß, wann ich arbeite. Wann ich alles andere drumherum regle, einkaufen, Sport, andere Zeiten noch und ja, das würde mir wahrscheinlich um einiges helfen. Deshalb wird es so sein. Diese Woche startet ziemlich stark. Das wird nicht jedes Mal so sein, ne? Nicht jede Woche wird so voll gerannt sein. Das habe ich auch schon geschrieben und auf meinem Discord. Und achso, wer noch nicht da ist, der kann gerne vorbeikommen. Der Einladungslink funktioniert jetzt. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut gehabt oder hat falsche Einstellungen gehabt. Mir wurde aber geholfen und der ist jetzt dauerhaft aktiv. Da könnt ihr gerne mit vorbeikommen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, was euch auf jeden Fall. Oh Gott, diese Zügel, ne? Das triggert mich richtig. Das geht gar nicht. So, was gibt es noch zu sagen? Was kommt noch? Also ich werde auf jeden Fall noch ein Video abdrehen mit meinem anderen Account, wo ich alle Geschenke nochmal aufmache, um nochmal Weihnachten Revue passieren zu lassen und nochmal auf einen Blick zu sehen, was hatten wir denn eigentlich alles da vorhin den ganzen Dezember in unseren Geschenken drin. Ne? Einfach nur nochmal als kleiner süßer Rückblick. Apropos Rückblick, da wird auch noch ein Video dann kommen. Über alle meine Pferde 2023. Ja, ich habe das Game ja auch jetzt erst angefangen. Aber ich finde das immer ganz schön, so für, ja, für die, für am Ende des Jahres, was man denn alles so gekauft hat und so. Ich glaube, das ist ein schöner Rückblick irgendwie. Das wird auch noch kommen. Das ist auf jeden Fall geplant. Und was geplant ist, und das ist ein bisschen größer, deshalb habe ich ja angepriesen, ich muss Starcoins auf jeden Fall ein bisschen sparen. Oder ich habe auf jeden Fall genug. Denn ich habe vor, ein Pferdekauf-Video zu machen. Über. Was ist denn hier los? Holy moly. Über ein Glücksrad. Und da habe ich mir verschiedene Rassen ausgesucht, die daran teilnehmen werden. Und ja, da wird nicht nur die Rasse bestimmt, sondern auch die Farbe. Und ich glaube, das wird ganz spannend, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und ja, ich freue mich da sehr, 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 sehr drauf. Das machen wir auch noch im Januar. Ich würde da gerne noch auf die Ardenner warten, denn die Ardenner sind eine heiß beliebte Rasse bei mir. Und ja,
Deshalb, wenn der Adenner kommt, wird das andere Video nicht lange auf sich warten lassen. Dafür müsste ich nur wissen, wann der Adenner kommt. Genau, ja, mehr gibt es erstmal gar nicht großartig anzupreisen, denn ja, es wird einfach. Ja, diese Woche wird ein bisschen voller. Ich werde aber wahrscheinlich danach, dass es ein bisschen runterfahren und auch versuchen, ein bisschen andere Games noch mit da reinzubringen. Zum Beispiel House Flipper 2 steht diese Woche mit auf dem Plan. Das haben manche schon gesehen, aber ich möchte halt auch nicht, weiß ich nicht, es ist ja nicht nur, dass man diese Videos drehen muss, sondern man muss sie auch schneiden und man muss die Zeit haben, es hochzuladen. Und das ist einfach verdammt viel. Ja, man schafft es einfach nicht. Also wenn du das nicht in Vollzeit machst und damit dein Geld verdienst, dann schaffst du das nicht. Und ja, da werde ich mir in Zukunft aber auch keinen Stress machen. Die Videos kommen, wenn sie kommen. Also müsst ihr keine Angst haben. Auch nicht nachfragen. Natürlich könnt ihr jederzeit nachfragen, aber es ist dann, ne? Es ist nicht böse gemeint, wenn mal von dem einen Video oder von dem einen Game ein bisschen weniger kommt oder auch nur ein, zweimal die Woche. Das ist dann halt einfach so. Ich versuche das alles so gut es geht unter einen Hut zu bringen und ja, das glaube ich, war es auch erstmal davon. Erstmal, ja, ich hoffe, ihr seid einfach gut ins neue Jahr gekommen. Ja, macht das Beste aus eurem Jahr und ihr könnt ihr mir mal erzählen, worauf ihr euch dieses Jahr denn eigentlich freut. Ist es egal, ob es von SSO ist oder ob es also im Real Life ist, vielleicht ist es ja auch ein Urlaub. Ich freue mich auch auf den Urlaub, den wir geplant haben zum Beispiel. Und ja, schreibt mir gerne einfach in die Kommentare. Und wir werden dann einfach eine schöne Zeit haben. Ich freue mich drauf. Ich mache hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.